Ja, aber wie willst du sonst ans Leder kommen? Wir können ja gerne die Kühe schlachten, haben aber aber keine. Ich glaub, wir können die züchten. Mit Getreide. Ja, aber das dauert. Oh, Philipp. Du brauchst zwei Getreide und kriegst ein Baby. Das ist doch schnell gemacht. Ja, aber du brauchst ja dann zwei Babys am Ende. Und du brauchst ja nicht nur ein Leder, vor allem droppen sie nicht jedes Mal Leder. Was? Also du. Nein, nein, droppen nicht jedes Mal Leder. Das ist ja die Sache. Deswegen, ich glaube, das mit den Zombies, das ist momentan für uns gerade die schnellste Möglichkeit und die beste. Okay, aber für mich, ich werde jetzt die ganze Nacht hier rumstehen. Okay. Ja, was soll ich machen? Komm, Händchen halten. Ich habe nicht mal ein Schwert, gar nichts. Also. Hast du deine Hake dabei? Was für eine Hake? Ich habe keine Hake. Breithake, Steinholz, Breithake. Nee, die sind in der Truhe irgendwo, weil ich keinen Platz hatte. Das ist natürlich schlecht. Ja, darum. Kloppen wir schnell ein paar um, dann machen wir Tag. Okay. Ja, aber das ist ein bisschen Schrott. Ich kann ja hier jetzt nicht rumstehen. Das ist ja. Warte. Ein Essen habe ich schon mal hier. Komm zu Papa. So, da sind schon mal zwei. Wie viele brauchen wir? Das ist die Frage. 27. Was? Diese 27? Keine Ahnung. Okay, nee, das Botten. Also vier Stück. Das vielleicht sollten wir auch eher die Tierfarm und so machen, bevor wir eine große Wanderung machen oder so. Dass wir echt an Rohstoffe kommen. Dass ich die anderen Farmen jetzt mache und du deine Tierfarm, weißt du? Okay, das heißt, ich mache jetzt die Tierfarm. Ich wollte ja halt, ich wollte gerade nur das Haus zu Ende machen. Ich will es auch fertig. Ja, ja. Also wenn Tag, dann mach bitte Tag. Also ich stehe hier in der Ecke, wo eine Kerze ist. Ja gut, dann mach. Ja gut, es muss ja nicht sein, dass ein Creeper kommt und macht alles kaputt hier, ne? Der Weihnachtsbaum lebt noch. Hast du dein Leder bekommen? Ja, also zwei haben wir halt schon mal. Zwei Rucksäcke? Nein, zwei Fleisch, weil ich dachte, du willst jetzt Tag machen, dass wir jetzt mit die Farben machen. Ja, okay, dann machen wir das jetzt so. Ich habe gedacht, okay. Du machst erst dein Leder fertig. Ach so. Ja, das passt schon. Das mache ich dann irgendwann anders in der Nacht. Ich höre hier einen Enderman. Okay, hier brennen Zombies. Wenn du Glück hast, kriegst du ja noch ein bisschen was. Sehr gut. Oh, ein Schaf, Alter. Ich habe gerade gedacht, hier ist was. Ein Enderman. Aber mit dem kann ich mich nicht anlegen. Hau ab. Mr. Anderson. Eine Sache. Also meine Truhen, wir brauchen dringend ME. ME-System. Ja. Dafür müssen wir aber Ressourcen haben. Dafür brauchen wir jetzt mal die Backpacks. Dafür brauchen wir erstmal die Tiere. Gut, ich tue jetzt erstmal die Sachen hier einmal weg. Wenn ich irgendwas habe, da. So, eins. Ja. Ich weiß da noch hin, da war auch noch. So, Weizen. Hast du genügend Weizen, so ein paar? Soll ich dir ein paar bringen? Nein, ob wir auch so genügend, also mal später zum Vermehren dann haben. So. Ach so, das würde ich jetzt gleich machen. Ich muss noch eine Sache ganz kurz und dann würde ich in der Tat auch mit meinen Farmen anfangen. Ich würde dann auch ein bisschen Terraforming machen. Also liebe Zuschauer, da könnt ihr euch schon mal riesig drauf freuen. Ach Gott. 20 Folgen später. Ja. Ja, wir haben erstmal die erste Ebene, da muss noch eine zweite her. Ja gut, aber die Felder müssen ja schon gerade sein, sonst sieht das ein bisschen doof aus, ne? Ja, du kannst es ja auch natürlicher machen. Auch ein bisschen bergig. Ich will Felder fürs Auge haben. Nee, das Problem ist aber, wenn du auf diesen Feldern rumspringst, dann, dann hat man ja das Problem, dass die Erde kaputt geht. Wir haben ja nicht diese solide Erde. Ach so, die mal. Ach, du musst, ja, gut, du musst eine andere Farbe machen, als die ich machen muss. Ja, gut. Ich muss ja eine lange machen und die soll,
Und die soll in die Länge gehen halt, ne? Also ich werde schöne Felder wirklich machen mit Wegen zwischen und so, dass es ein bisschen idyllisch ist. Aber ich habe, also was Minecraft oder überhaupt so das Spielen angeht, habe ich so gewisse Ähnlichkeiten mit einem anderen YouTuber. Das kann dann dauern. Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Ich mache keine Werbung. Der ist so ein bisschen kleiner. Ich sehe es nicht ein, kleine YouTuber zu unterstützen. Kann ich nicht sagen. Okay. Ach Quatsch, ich meinte Gronkh, du Nase. Ich weiß. Ach so. Ich wollte sagen, weil Minecraft bei mir auch, Alter, das dauert alles ewig. Darum habe ich auch gesagt, ich werde zwischen den Folgen mal Streams machen und so, wo wir sowas dann zwischen den Folgen machen. Wir fangen jetzt natürlich erstmal so an. Anders geht's ja nicht. Was wollen wir machen? So, ich setze mich mal ein bisschen aufrechter hin. Boah, der Rücken, der macht das echt nicht mehr mit. Ich mit meinen 68 Jahren ist nicht mehr so einfach. Nicht? Apropos, ich habe letztens, das ist total witzig, ich habe letztens auf YouTube, das wurde mir empfohlen, ich weiß gar nicht warum, aber war auf der Startseite. Es gibt so Rentner, die Let's Plays machen. Ja, naja. Ist ganz das witzig. Weil sie gerade momentan so recht beliebt sind. Deswegen hast du das bekommen. Ach so, sind die bekannt? Ich wusste es gar nicht. Die sind bekannter, glaube ich. Also sie wurden halt in letzter Zeit sehr beworben, sag ich mal. Also ich finde es auch gut, muss ich sagen. Also. Jo. So, ich glaube, wir machen das mal neben den Weg entlang. Dann machen wir so und so. Gibt es eine Kettensäge. Das Kettensägen-Massaker. Bitte was? Entschuldigung. Nein, ist keine. Sawblade. Was? Sawblade. Achso, Sägewerk. Ja, das hätte ich dir übersetzen können. Ach, danke schon. Bitte was? Man kann natürlich Jetzt geht's ab. Jetzt hat er den Brain. Na, was hast du für eine Idee? Oh, das kannst du dann, wirst du dann sehen, wenn du dann zu mir kommst. Man kann natürlich die ganze Welt einfach so aussaugen. Da gibt es eine ganz einfache, wirklich eine ganz einfache Möglichkeit. Die komplette Erde, aufgelutscht ist sie. Alle Ressourcen sind plötzlich da. Vielleicht. Nein. Hat was mit den Tieren dann zu tun und... Ja, aber ich renne jetzt nicht die ganze Zeit hinterher. Also was cool wäre, wenn du mir auch so ein Pferd mit Seil und so bringen könntest. Vielleicht auch ein halbwegs... Ja, sicher. Weil dann könnte ich auch mal reiten, weil das Problem ist, ich laufe sehr viel. Ich bin auch noch der aufnimmt. Das heißt, die Leute werden so ein bisschen vielleicht gelangweilt sein. Ich verstehe es überhaupt nicht, aber... Was? Nein, also es ist schon ein bisschen doof. Immer dieses Hinterherlaufen. Wenn ich so ein Pferd habe wie früher, dann ganz gerne. Dann reite ich auch mal rüber. Aber so? Ja, sicher, du kriegst du auch ein Pferd von mir. Das Langsamste, was es gibt. Dann halt. Also ich hätte jetzt Esel, das genommen, was du hast. Da hätte ich jetzt gar nicht so viel dagegen gehabt. Du kriegst einen Esel. Du was von mir bekommst, hallo? Nee, dann will ich einen Alpaka haben. Du hast gesagt, der kann Sachen tragen. Ja, du kannst Lama, das ist wirklich, Lama sind auch gar nicht mal so schlecht. Weil ja, aber ist zu langsam ist wahrscheinlich. Geschwindigkeit weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß nur, wenn du... Die können wir auch dann nehmen für unsere Reisen zum Beispiel. Ja, das ist ja auch okay. Aber was ist, wenn das Tier stirbt? Tja, dann müssen wir eine Beerdigung. Dann haben wir 1 Million Items rumfliegen. Die dann best noch ins Lava fallen. Ja, also darum bin ich da nicht so begeistert von, wenn ich ehrlich bin. Also cool, dass es sowas gibt, aber die Tiere müssten unsterbbar sein. Das greift an. Die Alpakas greifen an. Wem greifen die an? Gegner. Ja, dann sterben die ja noch schneller.
Und das greift, glaube ich, nur zur Verteidigung an. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das jetzt bei den Alpakas war. Das war auch jetzt... Es ist der Alpaka. Der macht auch mal Kaka. Bitte was? Okay, ja, das ist ein gutes Thema, was du gerade angestrichen hast. Es war völlig Natürliches. Da muss man sich auch nicht genieren für. Das ist einfach völlig normal. Ja. Dass du sowas natürlich sagst, ne? Nicht, dass es an sich natürlich ist, aber ja. Aber hey, was soll's? Nein, jetzt bin ich selber hier. Verdammt. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich kann nicht sagen, aber ne, Copyright und so? Ja, aber das ist, naja, aber jetzt hast du mit den Copyrights ein bisschen Probleme, denn das ist ja nicht verboten. Es ist ja eine Selbstkompusination. Also es ist ja nicht, dass ich sein Werk, also ja, sein geistiges Eigentum bleibt darauf, aber ich habe das selber nachgesungen. Außerdem okay. Nicht ganz, nur in Teilen. Okay. Außerdem wird niemand drauf kommen, dass es Matthias Reim war und... Jetzt hast du es gesagt. Ja, ich weiß, Philipp, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß, ich sehe selten dämlich aus, das weiß ich. Darum mache ich auch keine Facecam. Hallo in die Kamera. Ah, siehst ja aus, kein Problem. Nein, Spaß. Also, das war mir klar. Und natürlich kannst du ein bisschen rumtrallern. Das ist nicht verboten. Wichtig ist, es darf nicht der Hauptbestandteil sein. Gut, wir wären jetzt ein Music-Kanal. Nee, das wird nicht funktionieren. Das wäre der Hauptbestandteil dann. Wir sind ein Gaming-Music-Kanal. Ah, ja. Wir werden jetzt hauptsächlich singen und ne, spielen nebenbei. Und ganz wichtig, wir werden nackt spielen. Aber ohne Facecam natürlich. Aber wir werden nackt spielen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist das Feature dieses Kanals dann. Ihr könnt euch dann vorstellen, was ihr dann da seht. Eigentlich ist es auch cool. Also ich muss immer sagen, es gibt so YouTuber, auch den einen oder anderen, den habe ich immer geguckt, aber dann haben die Facecam irgendwann angemacht und hast dir gedacht, so, boah, du hast dir den ganz anders vorgestellt und so. Klar, man guckt hier natürlich weiter, weil man mag ja den Content, aber man war schon so ein bisschen auch enttäuscht, weil man so eine Illusion hatte. Gott, der sieht wirklich so aus, oder was? Nein, also man hat sich die Menschen einfach ganz anders vorgestellt, als sie nachher aussehen. Ist ja nichts Schlimmes, kann man ja auch nicht zu, aber ich meine halt die Illusion war einfach weg und da war man so ein bisschen so, ja, eigentlich habe ich mir das mal anders vorgestellt. Deabonnieren, wo ist das? Nein. Ich kann sagen, ich habe eigentlich schon so eine heiße Blondine, Mitte 20. Mit einer Männerstimme, mit einer rauchigen Männerstimme, eine heiße Blondine habe ich erwartet. Hi. So, dann fangen wir mal dieses Let's Play hier an und ja, wir gucken mal. Und da erwarte ich immer Blondinen mit so einer Stimme. Yeah. Nein. Oh, wir müssen aufpassen. In Deutschland Gender, ganz schlimm, hatte ich vorhin mal vor dem Stream, aber kurz, Gender geht mir völlig auf den Wecker. Alles ist Gender hier. Deutschland ist Gender. Ja, es muss alles gleichberechtigt sein. Wir brauchen Frauenquoten, wir brauchen dies, wir brauchen das. Mittlerweile muss man ja echt sagen, kommt es gar nicht mehr drauf an, was du gelernt hast oder so. Hauptsache, du erfüllst die Quote. Also ganz gleich, ob Männer oder Frauen. Es gibt auch genug Stellengesuche, da steht, Männer werden bevorzugt aufgrund der Gleichberechtigung und so. Ist ganz wichtig, witzig. Gerade in öffentlichen Dienst, wenn ihr da mal guckt, top. Also wenn ihr nichts findet, da hat man Chancen. Das ist total nervig, ist das. Also wenn ich eine Stelle sehe, auf die ich mich bewerben will oder so, und ich lese da, Frauen sind bevorzugt, bei gleicher Eignung, ist ja die Frage, soll ich mich denn da überhaupt noch bewerben? Hat es überhaupt noch einen Sinn, verstehst du? Nö, dann sagst du, du bist als Frau bitte anzusehen. Ja, mittlerweile kann man ja geschlechtsneutral machen in Deutschland. Ja. Du sagst einfach, ja, ich bin eigentlich was, aber bitte nimm mich. Nee, aber ich meine es ja in Ernst, das ist totaler Blödsinn, ne? Das ist genauso wie hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie du das mitverfolgst. Du kommst ja aus Deutschland eigentlich, du solltest ja wissen, es gibt CDU, SPD, hast du nicht gesehen, sollte dir ein Begriff sein. Und jetzt ist ja bei der CDU die Merkel mehr oder weniger zurückgetreten als Parteivorsitzende. Und jetzt hat AKK gewonnen
Und manche Leute haben die Äußerung gemacht, ja, es sollte eine Frau machen. Also nichts dagegen, Merkel hat ihren Job ja nicht schlecht gemacht, das muss man auch sagen, auch wenn natürlich nicht alles gut war, muss man halt auch sagen. Also es wird nie einen Politiker geben, der zu 100% die Wünsche erfüllt, das geht nicht. Aber ganz gleich, was man jetzt davon hält, ob man es gut oder schlecht findet, manche haben sie gewählt, weil sie eine Frau ist. Da frage ich mich, ist das richtig? Sind das die überzeugenden Argumente in der heutigen Gesellschaft? Ist es nicht viel sinnvoller, jemanden aufgrund seiner Qualifikation, seiner Eignung zu wählen, aufgrund der Zukunftsperspektive, die man dann hat? Also ich weiß ja nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, schon, was meinst du? Das ist aber, glaube ich, jeder sollte so denken. Also, wenn jemand anders denkt, nur weil es eine Frau ist, dann... Ja, es gibt sicherlich, also nicht, dass man denkt hier, es geht gegen Frauen oder so, das ist totaler Blödsinn. Umgekehrt wäre es genauso. Also wenn jetzt meinetwegen der Friedrich Merz gewählt worden wäre und Leute hätten da gesagt, ich habe den gewählt, weil er Mann ist. Wow, das wäre genauso unterweltlich, ich weiß nicht. Also das muss ich sagen, ist in Deutschland das Thema, was mich mit am meisten nervt, wirklich diese ganzen Gender-Geschichten und so. Und oh, es ist so müßig, wirklich so müßig, alles heutzutage aufs Geschlecht abgezogen, ist echt nervig. Ja. Und ich sage mir immer ganz ehrlich, das ist ja schön, auch die Parteien, die haben ja Quoten, also es gibt Frauenquoten, ich glaube keine Männerquoten, aber es gibt Frauenquoten, der Gleichberechtigung wegen, verstehst du? Das ist ja, wo ich sage, wenn es eine Quote gibt, wenn man sagt, was weiß ich, 30% oder 40% muss Frauenanteil sein. Warum macht man nicht im gleichen Atemzug 30% oder 40% muss Männeranteil sein? Nein, da wird man in 10 Jahren merken, wir haben eine Frauenquote, die wird jetzt erfüllt und wir haben 60%, 70% Frauen irgendwann und dann muss über eine Männerquote gekämpft werden. Also es ist so, alles so hirnrissig, wirklich. Und mir ist doch ganz ehrlich, mir persönlich ist doch egal, ob ich einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin habe. Wichtig ist, die Arbeit wird vernünftig gemacht. So ist es. Aber ich glaube, das ist mir momentan eher egal als... Das ist, also sie wollen halt eher hauptsächlich die Quote haben, damit es vielleicht noch einen Bonus gibt, einen Zuschlag oder was weiß ich. Anstatt, dass da irgendwas Vernünftiges ist. Ja, ist halt echt schade, muss man sagen, ne? Ja. Weil ich sage halt auch, also... Ja, man muss ja nicht... Was war das denn? Ach so. Okay. Man muss ja nicht... Nee, ich habe nur gerade was geguckt. Man muss ja nicht alles immer mit Quoten regeln. Ne? Man kann es auch mit Leistung machen. Und ja, damals waren die Frauen unterrepräsentiert. Da fand ich das auch eigentlich am Anfang ganz cool. Mittlerweile ist es aber echt nervig. Also, eher ausgeartet. Ja, es ist einfach zu übertrieben geworden. Es hat nichts mehr mit vernünftigem Menschenverstand zu tun. Wie gesagt, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wirklich sich gut darzustellen und das macht man scheinbar, indem man von der Quote redet. Wie gesagt, ist meine Meinung, andere können andere Meinungen haben, ganz klar, ne, wenn Zuschauer da sagen so, nee, ist ja nicht so und es ist ja wirklich nur, manche Parteien haben nur 40% Frauenanteil. Ganz ehrlich, ich finde die Quote gut, ich würde sie irgendwo bei 25-30% sehen, sowohl für Männer als für Frauen. Denn letztendlich, wenn es eine Quote von 40% gibt, egal ob Männer oder Frauen, ist ja immer das Problem, dass schlechter qualifizierte Menschen genommen werden aufgrund ihres Geschlechts. Da frage ich mich ganz ehrlich, haben wir keinen Gleichstellungsbeauftragten oder sowas, der sich um sowas kümmern müsste in Deutschland? Keine Ahnung. Wir haben für alles irgendetwas. Bestimmt gibt's das, ganz sicher. Da bin ich mir sowas von sicher, nur die Person, die hat einfach keinen Bock, was zu tun. Hat sie jahrelang nur Deutsch gedreht, jetzt muss sie anfangen zu arbeiten. Hä, wie das? Wahrscheinlich, ja. Ja, ist halt ein bisschen schade, weil ich sage mir halt auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in einen Betrieb komme oder an einer öffentlichen Stelle oder in der Politik oder wie auch immer und ich weiß meinetwegen, es sind 70% Frauen da. Nehmen wir mal an, ich trete in einer Partei bei, ja, nehmen wir das mal politisch gesehen, weil es ja politisch war. Ich trete einer Partei bei und die hat 70% Frauenanteil, jetzt aus meiner Sicht. Jetzt
Jetzt das Problem, die haben meinetwegen eine 40-prozentige Quote für Männer. Ist doch die Frage, befördern die mich nicht einfach aufgrund dessen, dass ich ein Mann bin? Also klar, man kann es cool finden, man verdient mehr Geld und hast du nicht gesehen, hat ein bisschen mehr Einfluss. Das mag Vorteile haben, aber ist das wirklich verdient oder erarbeitet? Ich weiß es halt nicht. Ne? Also es ist halt ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich aufgrund einer Quote genommen werde. Wahrscheinlich ja, aber eher schlecht. Wahrscheinlich, weil ich glaube, keiner mag es dann nur deswegen genommen zu werden. Weil du möchtest ja... Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass du halt wirklich wegen deiner Arbeit genommen wirst, nicht nach dem, wie du aussiehst oder welches Geschlecht oder was weiß ich, was da alles für Sachen gibt. Ja, zumindest möchte man das, ne? Also ich meine, ich möchte schon, dass meine Arbeit gewertschätzt wird und nicht, dass ich halt ein Mann bin und das dann letztendlich auch schon... Ja, also ihre Arbeit ist zwar durchschnittlich, aber ja, wir befördern sie jetzt, weil sie sind ein Mann. Top, das ist richtig motivierend. Na, und wie gesagt, die Quote, früher fand ich es cool, habe ich auch unterstützt. Also was heißt unterstützt? Ich habe jetzt keine Petition oder so ein Kram da unterschrieben, aber ich fand es cool, habe es auch so kommuniziert. Aber mittlerweile, muss ich sagen, ist mir das echt zu viel. Und mich nervt es auch, dass es mittlerweile echt Überlegungen gibt, hier 30%, da 40% Frauenanteil. Was, wie gesagt, da kann mir keiner sagen, dass plötzlich alle davon die Qualifikation haben. Also ich weiß es nicht. Ich habe da ein bisschen Bedenken. Aber vielleicht liege ich auch völlig falsch. Vielleicht sollten wir auch das Thema wechseln. Ich glaube, viele schalten ab. Wenn es zu politisch wird, ja. Ja, ist immer schwierig. Aber ihr könnt die ersten 5 Minuten noch mal. Ihr könnt natürlich gerne mal eure Kommentare dazu auch unter dem Video posten. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Vielleicht, wie gesagt, liege ich auch völlig falsch. Oder wir liegen völlig falsch. Vielleicht sagt ihr auch, na, die Quote ist wichtig, also in der Höhe, wichtig ist sie gewesen, aber in der Höhe auch wichtig, dass man 40% Frauenanteil hat und ja, vielleicht irgendwann für eine Quote 40% Männeranteil kämpft. Oder sagt ihr so, nee, man sollte sich schon qualifizieren. Also was ich abschließend sagen will, was natürlich schon so ist, viele Frauen wurden benachteiligt. Das ist auch heute leider noch so. Ich als Frau würde mir das, glaube ich, auch nicht so gefallen lassen. Gehaltstechnisch, ganz ehrlich, habe ich im Umfeld auch schon mitgekriegt, für die gleiche Arbeit verdienen die dann weniger, ist halt Schrott. Also das finde ich auch nicht fair und in Ordnung. Da sollte der Gesetzgeber vielleicht da ja ansetzen, ne, dass eine Stelle in einem Betrieb immer das gleiche Gehalt haben muss. Ganz gleich, ob du Mann oder Frau bist. Das wäre doch ein Gesetz, oder? Ja. Ich glaube, das würde allen auch viel mehr helfen. Kannst du dir als Kanzler vorstellen gehen? Du, ich hatte letztens das Thema Livestream, dass ich auch schon mal überlegt habe, politisch aktiv zu werden. Hört sich also voll Extremist, ey. Nein, also einer Partei natürlich beizutreten. Aber ich sehe da nicht so die Chancen für mich. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas reißen kann. Ich bin jetzt kein Hochstudierter, der da irgendwie Politikwissenschaft oder sonst irgendeinen Kram gelernt hat. Und ich glaube dementsprechend... Ja, wird es schwer. Ich glaube auch nicht, dass die da irgendwas studiert, also nicht Politik studiert haben wird. Naja, doch. Irgendwas studiert, aber... Politikwissenschaften, ja, okay, ich habe gar nicht studiert. Ich habe Minecraft studiert. Ja, das kannst du sagen, ja, ich bin studierter Minecraft-Spieler. Die kennen sich zwar nicht aus, aber die sagen, ja, okay, er ist studiert, ja, passt immer. Der muss es sein. Ja. Ich habe bald deinen Regenwald, den du bei mir angepflanzt hast, schon wieder abgebaut. Okay. Ich habe gerade voller Stolz diesen tollen Rucksack mit 125 Plätzen hergestellt, diesen Imker-Rucksack. Den mit den Bienenwaben? Ja! Oh, cool. Hast du auch 125 Plätze wirklich? Ja. Oder wie ist das? Echt, ist das ganze Fenster jetzt voll mit deinen Rucksack? Nein, du hast 5 Seiten zum Blättern. Ach so, okay, das geht natürlich auch. Alter, okay. Es gibt aber ein Problem. Du musst die ganzen Bienenschwarm kaputt machen, gell? Erstens das. Es gibt aber noch ein Problem. Da können nur Imker-Sachen rein oder sowas. Ja. Sehr gut.
Also ich wollte es nur sagen, lohnt sich jetzt nicht so unbedingt. Ich habe mich gerade voll gefreut, so voll heimlich gebastelt. Ich denke so, oh, gleich habe ich 125 Slots. Woo. Ja, also liebe Leute, die letzten 20 Minuten, in denen ich so blöd rumgequatscht habe, wobei es auch ein ernstes Thema ist, aber ja, schön, dass wir es gemacht haben. Sind wir alle ein bisschen schlauer. Ja, also ich wollte es nur sagen, nicht, dass du da Ressourcen verschwendest und hast du nicht gesehen, dass... Okay. Dann machen wir die Redeef an einen mit dem Leder und so. Ich bin gerade dabei, die Kühe gleich in den Zaun, also in das Gehege reinzutun. Ich wollte gerade Gefängnis sagen. Ins Gefängnis? Geh nicht über los. Nein, ich bin gerade den Zaun noch am Ausbauen, dass sie nicht gleich ausbüchsen. Ja, also das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig. Ja. Das war auch gar nicht so einfach, den herzustellen. Also. Ja, aus Federn lernt man, ne? Heißt das so schön. Bitte was? Aus Kaninchenfell können wir Leder machen. Wir können Kaninchen fangen tagsüber, Philipp. Ja, hast du Kaninchen gesehen? Ich hab jetzt na klar, gesehen. Ich habe auch Kaninchenfelle. Okay. Ich muss nur gucken, aber hast du zwei, dass du die Zähme, also, ne? Ich hab die getötet, die waren hier bei mir. Ach so, ja, gut. Es waren zwei, weil ich habe jetzt zwei Kaninchenfälle dafür. Nicht gut? Sehr gut. Ja. Ach du heiliger Bimbam. Ist nicht mehr so einfach wie früher, ne? Nee. Wie zähmen wir Kaninchen mit Karotten? Ja, das ist eine gute Sache. Ich habe noch nie wirklich in Minecraft Kaninchen gezählt. Ganz toll. Und ich habe gestern zwei getötet. Die hier irgendwo waren. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber irgendwo. Irgendwo gab es welche. Ja. Und was können wir mit dem verrotteten Fleisch machen? Da können wir kein Leder draus machen. Steht hier nicht im Rezeptebuch drin. Doch. Du kannst daraus dann. Nee, du musst es im Ofen machen. Vier Stück werden ein Leder. Vier Stück ein Leder. Wir können Alpaka töten. Ich weiß, wo welche sind. Magst du die nicht erstmal vermehren und dann töten wir gerne? So, zwei Stück werden ein Leder, ja? Nein, vier Stück werden ein Leder. Vier Stück werden ein Leder. So, das Gehege ist fertig. Jetzt brauche ich nur noch diese... Brauche ich nicht genug einen Ausgang? Da machen wir einen hin. Am besten mehrere Ausgänge.